Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen bei einem absolut perfekten Livestream von Wii Sports Resort. So, ich denke, so sollte es okay sein. Ist vielleicht immer noch nicht allzu laut, aber ich denke, das ist okay. So, dann lege ich jetzt mal. Lege ich das jetzt mal beiseite. Und dann können wir eigentlich mal loslegen. So ist perfekt, wunderbar. Okay, das freut mich. Dann machen wir jetzt mal Schwertkampf. Lauren oder Zorro. Wir machen erstmal ein paar Mal Duell, dann machen wir nochmal Schnittfest, weil Schnittfest ist meine Lieblingsdisziplin im gesamten Spiel. Legen wir los. Es müsste jetzt der vierte Gegner kommen. Wird dir immer deinem Niveau angepasst. Das ist mein Mii. Der sieht aus wie ich. Hat nur leider ein bisschen... Ich wollte einen mit so einem Scheitel. Leider hat er ein bisschen viele Haare. Oh ja. Nur Star Fox Zero ist schlechter. Ja, ist wirklich so. Skyward Sword ist die größte... Ey, ich habe wirklich mal die Mühe gemacht, so für mich selbst, weil ich vielleicht irgendwann mal ein Konsolenfalke-Video drüber mache, keine Ahnung. Habe ich mal meine Wii-Spiele aufgelistet und bewertet. Und Skyward Sword ist auf dem sechstletzten Platz von, ich glaube, 22 Spielen, die ich habe. Ich mag Skyward Sword nicht. Okay. Hiromasa! Der ist ja voll der Nerd. Ey, das ist Lennart Hofstetter. Ich muss gegen Lennart Hofstetter Schwertkampf machen. Wahnsinn. Gut. Hiromasa, ich hau dich kaputt. Du dreckige Schüft. So, also. Wir locken die Schlange an. Und wenn sie kommt... Wenn sie kommt... Dann zack. Ah, shit. In die falsche Richtung gerichtet. Kanada. Ich weiß, man soll es eigentlich mit zwei Händen halten. Aber ich finde es mit einer irgendwie angenehmer. Ich weiß auch nicht. Ich spiele endlich Sekiro. Stimmt, Sekiro kann auch nur mit einer. En garde. Ja, was ich mache, ist eigentlich Fechten so, ne? Endlich kann ich mal rumhampeln im Stream. Ich habe so geile Moves. Die kann ich jetzt endlich mal zeigen. Tja, Lennart. Da musst du früher aufstehen. Sekiro mit Motion Control, das wär's. Ich liebe ja grundsätzlich die Videospiele von heute. Motion-Control-Spiele gehören nicht dazu in der Regel, aber Wii Sports Resort ist klasse. Oh, guck mal. Ich weiß nicht, ob das falsch aussieht, aber... wen interessiert's? Machen wir mal jetzt richtig Lenguk. Kieler Woche. Okay. Lenguk. Onigiri! Okay. Ja! Na, das war doch super. Ich fuchs weg, McCloud im Schreien. Oder fast. Das ist nicht Fist of the North. Ah, shit. Okay. Ich glaube, ich bin fertig mit Training. Kannst du jetzt mal aufhören? Oder ist das noch das Training? Das ist nicht mehr das Training, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh Gott, was ist mit dir los? Okay. Und jetzt zählt's. Und... Oh shit. Und... Was? Daneben? Und... Und... Ja! Entschieden. Ich habe eigentlich nur geradeaus nach unten, ne? Und trotzdem hat das gezählt. Die Hitze darf mir nichts anhaben. Ich muss Sport treiben können.
Wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich meinen Kindern nie wieder ins Gesicht schauen können. Okay, Coach. Ja, Tischtennis war nie meins. Die Ergebnisse, die ich so hingelegt habe, war immer so... Also wie gesagt, wir haben immer das 21 gespielt. Das war irgendwie 20 zu 6 oder 21 zu 6 dann. 20 zu 3 oder so, ich weiß, ging das immer in der Schule aus. Diese Sportart hat meinen Sportlehrer dazu veranlasst, weil er mit mir am Verzweifeln war, ganz laut auszurufen, ja, kann der denn gar nichts? Natürlich scheiße. Richtig scheiße von ihm. Aber ja, das war wirklich, ich war im Sport immer grottenschlecht und Tischtennis war das Schlimmste von allen. Ja. Das war ein Arsch, ja. Das war ein Arsch. Ja. Ja. Shit. Ich krieg den einfach nicht rübergespielt. Hätte den erstmal reported. Ja, heute machst du das so. Eine 6-Punkte-Partie war das nur, okay. Okay, mein Niveau ist noch 0. Komm. Ballannahme wurde freigespielt. Das kriege ich ja bestimmt super hin. Komm, das ist der erste Gegner. Den müssen wir wenigstens den besiegen. Vielleicht hätte ich vorher doch das Tutorial nochmal spielen sollen. Weil der kommt nie so auf. Hier, ich wollte ihn jetzt eigentlich rüberspielen und er kommt in die Mitte. Ich weiß nicht, ob es an der Kalibrierung liegt oder... Ganz komisch. Sie kommt schon wieder so eher so mittig, obwohl ich voll rüberspiele. Da muss ich mich jetzt immer ein bisschen dran gewöhnen, wie der Ball jetzt hier gespielt wird. Sag ich mal. Und dann klappt das auch, aber... Ha, Fehler! 3-0. Gibt's Input-Delay? Nein! Also keinen auffälligen zumindest. Ein bisschen vielleicht. Aber würde ich fast sagen, nicht. Also bei Mario Maker 2 ist es schlimmer. Hatte ich nämlich bei Mickey Epic bei dem Let's Play auch nicht. Und das wird ja auch mit demselben Programm aufgenommen. Ich verstehe nicht, warum es bei Mario Maker und bei Mario Odyssey so krass ist. Oder generell bei den Switch-Spielen. Und hier jetzt bei Wii U merke ich gar nichts. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Okay, 5-0. Das darf ich jetzt eigentlich nicht mehr hergeben, oder? Ja! In your face! Steve. Die Version von Tischtennis ist deutlich besser als die Version von, auf Wii Play. Okay, Wii Play habe ich nie gespielt, tatsächlich. Habe ich irgendwas im System, das verlangt? Würde mich wundern, tatsächlich. Aber wer weiß. Also, wie gesagt, bei Mario Maker 2 und bei Mario Odyssey war der Delay sehr merklich. Bei Splatoon 2 auch ein bisschen. Also, es scheint irgendwie an der Switch zu liegen und jetzt hier bei der Wii U habe ich... Absolut angenehm. Glückwunsch! In your face! Wo ist die Handgelenkschlaufe? Ich war immer ein Gangster, musst du wissen. Ich habe immer ohne Handgelenkschlaufe gespielt. Die hat mich genervt. Das war gut. Fein. Das war gut. Richtiger Bad Boy, also ohne Handgelenkschlaufe. Oh, Hundi. Das war sogar. Ja, war gut. Was war so? Komm. Der war schön. Ich hatte nur gehofft. Excellent.
hatte noch auf den Ballon zu treffen. Aber das war mal zumindest ganz gut. Ah, wieder den Ballon nicht getroffen. Schade. Und das wird ein Fehlwurf. Oder? Nee. Oh, gerade so noch drin. Gerade so noch drin. Ah, oder so. Der geht zu hoch, ne? Tut mir leid, Hundi. Ah, nee. Doch, der war perfekt. Excellent. Irgendeiner der Zuschauer muss ein Spion, der... ein Wiki-Ruf. Rundflug. Okay, machen wir Rundflug und schauen uns alles in Ruhe an. Ah, schön. Dabei kann man nur richtig schön entspannen. Ah, oh, schön. Mache eine Rolle. Wow. Okay. Und ich kann sogar bremsen. Meisterpilot Weehawk. Schwertkampf! Schwertkampf-Arena! Ich! Sie konnten es noch verhindern. Sturzflug in den Leuchtturm. Oh. Ja, krieg ich ihn noch? Ja. Das war's wert. Wunderschön. Das ist auch noch ein Infopunkt. Alte Zeder. Na gut, dass... gut, dass die einen Infopunkt hat. Meister Eder. Jetzt will ich aber, dass über jedem Baum so ein Infopunkt ist. Da ist denen nichts mehr eingefallen. Wo könnte man jetzt noch einen Infopunkt hinsetzen? Ah, ja, genau. Bei dem Baum hier. Alte Zeder. Meister Eder. Charged Unlocked Shots. Ich hab schon Ballon getroffen. Stirbt! Entweder ihr oder eure Ballons. Dass der Eurovision-Spiel auf den Tag genau 10 Jahre her ist? Das wusste ich nicht. Dass wir sogar wirklich heute den Tag davon ausgesucht haben? Krass. Ah, den hab ich ja schon. Ja. Achtung! Ich hau dich kaputt! Ah! Nicht ab! Oh oh, oh oh! Juhu! Hilft aber auch der Laser. Ich krieg dich! Ich krieg dich! Na komm her, du! Ja, jetzt nähere ich mich dir! Jetzt nähere ich mich dir! Und was machst du dann? Genauso wenig. Oh boy. Ja, jetzt bin ich in meinem Element. Jetzt kann
mich keiner mehr aufhalten. Ja! Oh komm, das ist cool. So viele Ballons hier. Wuhu! Wuhu Island! Deswegen heißt das Wuhu Island. Weil du in einer Tour Wuhu sagst. Wuhu. So, Leute. Main Event und dann schicke ich euch alle ins Bett. Mich auch, weil ich dann völlig fertig bin. Die mit Abstand... mit Abstand anstrengendste Sportart von allen. Radfahren. Stirbt man, wenn man keine Herzen mehr hat? Ja, das... das wäre cool. Ja, voll cool, wenn man bei einem familienfreundlichen Spiel sterben würde. Okay. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Strecke führt einmal um die ganze Insel. Nach dem letzten langen Abhang bist du schon am Ziel. Diese, es ist die schwerste Strecke. Es ist die schwerste Strecke. Sie ist so schwer. Es ist die schwerste Strecke. Erreiche das Ziel. Genau. Dreißigster? Sind nicht Leute hinter mir? Da sind mehr als 30 Teilnehmer. Okay, cool, 29. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr in die Pedale treten. Ja, guck mal, wie ich mich abstrampeln muss hier und ich hole die trotzdem nicht ein. Ey, cool, Windschatten. Ich lasse mich jetzt einmal hier vom Windschatten treiben. Ja, Mann! Ich glaube, mir ist auch vollkommen egal, was ich jetzt hier für eine Platzierung letztendlich erreiche. Ich will einfach nur ankommen. Ich glaube, mehr ist heute erstmal nicht drin nach so langer Zeit. Nee, ich kann den Text leider nicht mehr. Es tut mir leid. Gab's von der schwersten Strecke eigentlich auch irgendwie mal eine Extended-Version? Ich glaube nicht, oder? Doch, doch, Illusion. Illusion hat doch mal so einen Remix gemacht von der schwersten Strecke. Ich erinnere mich noch. Ey, Illusion, was ist aus Illusion geworden? Lest mal unser Verifizierungschat. Ach, Koops ist Illu. Ah, okay. Weißt du, Koops war auf einmal da. Das ist Illusion? Okay, das wusste ich gar nicht. Fuck, es tut mir leid, dass ich so selten da bin. Das freut mich richtig, dass Illusion noch am Start ist. Das ist schön. Oh shit, meine Herzen. Da war ich. Können wir uns irgendwie noch ins Ziel retten? Ich hab noch zwei Herzen. Ja. Ja, Mann. Gewonnen, gewonnen. Huhu. Hat der auch noch seine Castle mit Mickey Mouse? Starring Mickey Mouse. Ey, ich bin Erster geworden. Alter, knapp vorm Posten. Ja, ich bin eigentlich nicht durch die Ziellinie, ich bin nebendran durch. Aber das ist, ich bin halt auch ein sehr alternativer Typ, ne? Das ist, da fahre ich auch alternativ durchs Ziel. Boah, Wahnsinn. Was gibt das für ein Niveau? Plus 50? Obwohl ich Erster war. Ich bin eine ganz besondere Schneeflocke, das weißt du. Fick dich, Quack.
Ah. Schön. Ja, komm, das Ex ist jetzt weg. Wodka. So.